Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir sind mittendrin im Sumpf und wir sollen jetzt was für die Mumen erledigen, auf dass wir ihre Hilfe kriegen. Tja, dann werden wir das wohl tun müssen. Wir werden mal nach Niederwir reiten und dann werden wir von da aus mal weiterschauen, wie wir das hinkriegen. Ja, so langsam aber sicher läuft es hier. Das ist eigentlich ganz geil. So. Wobei das Schöne am Hexer ist, es läuft eigentlich die ganze Zeit. Das ist nicht wie bei den meisten RPGs, wo man am Ende absolut overpowered ist. Am Anfang kriegt man nichts auf die Kette. Das finde ich immer übelst anstrengend. Hallo. Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Oh Gott. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Okay. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Okay. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Wo müssen wir da jetzt hin? Wo müssen wir da jetzt hin? Jetzt wieder hier tief im Sumpf. Aber wir gehen mal über Land. Ich brauche nämlich Mistelzweige. Mal sehen, ob wir da welche finden. Ich finde immer nur die gleichen Pflanzen hier. Immer nur dasselbe Zeug. Flüsterhügel, meine Freunde. Barbecue. Ui, das war schön. Jede Menge ertrunkenen Gehirne. Das ist schon eklig, wenn man die sich alle in die Tasche stopft. Oder? Dann ist das schon so ein bisschen ekelhaft. Ich muss gleich mal nachgucken, ob es hier im Fluss eigentlich andere Pflanzen gibt. Eine Zweizahn, Prienblüte. Atomruine des Adligen. Was ist das denn hier? Stahlschwert. Okay. Aber eben auch nur ein überlegenes. Das heißt, ohne dem Grundschwert wird das nichts. Ja, Prientraube. Ich sage, es ist jetzt nicht so viel anders.
Sieht nach Regen aus. Tja, Regen. Ich speichere mal. Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Okay. Die Mächte, die mich schützen, spüren. Geh fort. Geh fort. Geh fort. Die Mächte beugen sich nicht. Das Medaillon vibriert. Fort. Das muss ein Ort der Macht sein. Hinfort! 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 Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern, ey. Das ist so krass. So, ich habe einen Punkt bekommen. Jetzt ist die Frage, was will ich damit? Wir werden jetzt mal hier ein bisschen weitermachen. Was ist denn das? Was ist denn das eigentlich für eine Quest? Flüsterhügel auf Stufe 5, okay. Das sollte ja gar nicht hin. So, jetzt sind wir mal. Hä? Warum? Hä? Das funktioniert gerade nicht. Warum schwimmst du in die falsche Richtung, Junge? Okay. Ich kann es.
Na dann. Ich helfe dir. Seit Jahren gefangen. Jetzt werde ich frei sein. Löse meine Fesseln. Blut ist mein Entkommen. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Oh je. Und ein schnelles Ross. Eine Stute wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefen. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Ich habe die Rabenfeder. Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Naja, wo bin ich jetzt fertig? Schnell wie der Wind. Ja. Ein Schwarz. Ja, hat er schon gesagt. Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross. Von feuchten Wiesen. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit. Gen Westen. Mhm. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, hier geht's ja los. Zu den Tiefen des Hügels. Ja. Zum verrotteten Herz des Baums. Durchstich mein Herz. Lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt. Kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Na, hier passieren ja jetzt seltsame Dinge. Die Knochen des Geistes. Ja, diese Mumien sind mir ja schon so ein bisschen suspekt. Insofern, ja, wenn ich Verbündete dagegen kriegen kann, werde ich die nehmen. Weil es ist doch klar, eine Hexe, die Kinder in den Sumpf lockt, na? Der will die dann auch essen. Ich hoffe, ich mache jetzt das Richtige. Hier vorne ist auf jeden Fall schon mal was. Mal die Tränke wieder auffüllen. So, dann schauen wir mal hier. Finde die Knochen hier. Seltsame Knochen sehen nicht menschlich aus. Okay, und jetzt ein Wildpferd mittels Axi. Okay, na dann schauen wir mal. Hier ist es halt geil, dass es diese Questfinder gibt, sonst würde ich nie finden bei meinen Navigationsskills. Hat sich ja nur mittlerweile schon rumgesprochen, dass ich das nicht so richtig raus habe hier. So. Rehe. Mittels Axi.
dann nehmen wir das Pferd mal und fahren mal zum Flüsterhügel. Wenn wir das mal hier noch hinfallen, das wäre jetzt ärgerlich. Ich möchte das Pferd nicht kaputt machen. Das ist so krass, ich kann mich daran echt nicht mehr erinnern, ey. Das ist total derb. Komm schon! Komm jetzt! Puh, jetzt machen wir schon wieder so üble Rituale. Bereit, wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Griechen. Und bring das Ross. Na, wir probieren das mal. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Das ist bestimmt ein übelstes Drecksvieh. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Das ist bestimmt ein übelstes Drecksvieh. Macht, glaube ich, jetzt einen übelsten Fehler. Rote Augen. Eieiei, ich glaube, ich mache gerade übelsten Scheiß. Die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Na gut, sagen wir mal in Niederwirr Bescheid. Was gibt es Neues in der Weide? Um den Krähenfelsen solltest du einen großen Bogen machen. Der ist aber nass. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was. Ja. Wie war? Ich habe von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen, ihr nennt sie Herren des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie machen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Macht er wieder irgendwelchen Scheiß, pass mal auf. Hier sind doch alle fies, hier sind alle doof. Der bringt sich jetzt selber um, wa? Oh, na klar. Ich sage, hier haben alle einen Volltreffer. Die Bezahlung, bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Die kommen weg. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Diese Mumen müssen weg. Das ist dann ja euer Ernst. Scheimonig. Der Jägerstiefel.
Nee, ein paar Viecher, ey. Genau. Steck dein Schwert weg, Junge! Überhaupt ist der sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, geh damit. Alter Verwalter. Das sind Drecksäcke, die kommen weg, ist mir egal. Töte ich halt alle. Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Krass. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Nee. Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Oh Mann. Wozu habt ihr die Kinder gebraucht? Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Du hast sie in große Gefahr gebracht. Wir können ihnen nicht helfen. Wegen dir. Erst nur, Schwestern. Alles zu seiner Zeit. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen, Aschblond, so nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmühe, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Genau so. Hast sie lange nicht gesehen? Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Ja, ja. Warum hat sie euch angegriffen? Habt ihr euch mal gesehen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge.
Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild, wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Oh Mann, ey. Sie fielen uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen so dick. Ein paar Drecksäcke. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Komm, Kiri, zieh die Hause weg. Töte alle. Das willst du bereuen, Mädchen. Los, Siri, alle töten. Na klar, da sind sie wieder. Die blöden Schweine, diese Hexen. Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Er ist gekommen, um dich zu holen! Was? Was war denn das jetzt? Wieso ist denn die jetzt gestorben? Was war denn das jetzt? Muss ich die alle töten oder was? Ich bin doch nur weitergelaufen. Oh, Freunde, das tut mir jetzt leid. Ich habe gedacht, ich kann hier einfach so schnell durchfletzen. Ich bin ja schließlich auf der Flucht, aber nee, wir müssen scheinbar uns durchkämpfen. Oh, das hätte man mir ja mal vorher sagen sollen. Naja. Na komm, Thierry. Dann töten wir halt alle. Ist auch okay. Wahlweise ist das auch eine Option, alle zu töten. Komm, Lade will schon fertig werden. So, und dann. Ich mag diesen Sprung. Gut, Siri. Was ein Gaul, ey.
Voll der Trallerbriese hier, guckst du dir an. Tja. War wohl nix, mein Freund, wa? Sau stark, Siri. Sau stark. Sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ja. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Na genau. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Na, Freunde. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und wenn du sie findest, Mann, wir sehen uns, hübscher Ritter. Geralt Schwert. Ich muss es mal speichern. Na? Was ist jetzt die Frau Strenger? Oma, wo bist du? Was habe ich jetzt noch an Quests? Das ist nur noch das hier. Ein Turm voller Ratten. Okay, dann müssen wir ganz darüber. Na gut, dann gehen wir mal nach Niederwürr und dann fahren wir noch darüber und dann können wir beim nächsten Mal mit dem Rattenturm weitermachen. Das finde ich ganz geil. Niederwürr scheint auf der Anschlagtafel schon wieder was Neues draufzustehen. Hier passieren äußerst merkwürdige Sachen. Das muss ich mal so festhalten. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann. So, Geralt, komm, lauf, mein Freund. Also auf jeden Fall die Typen hier, die gehen... Stopf- und Flickarbeiten, Töpfe und Keramik, Kirschner sucht Arbeit, Hexer gesucht. Ja. Dorfälteste von Lindenthal. Hexer gesucht, der die Monster, die sich entgegen und während der Zeit, die für die Ausführung dieser Auftrag nötigen, erhält besagter Hexer Unterkunft und Verpflegung in der Hütte des Dorfältesten. Okay. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die Reuseninsel. Dort würde ich jetzt ganz gerne noch schnell hinfahren. Da müssen wir nach Kleinweg war halt. Das ist das, wo diese komischen Ghule rumlaufen. Das ist nicht so geil. Das ist tatsächlich gar nicht so geil. Insofern gehen wir mal lieber hier lang.
bauen uns mal hier an das Schiff einen Marker dran. Komm ich nicht mehr aus dem Wasser raus. Ich dachte, ich schwimme mal, weil es schneller geht, aber nichts geht schneller. Trotzdem nur ertrunkenen Kram. Okay. Mensch, ich wollte doch eigentlich nur schnell zu dieser Insel laufen. Na, dann machen wir mal eine kurze Meditation. Die können wir ja bis zum Morgen laufen lassen. So, und dann schauen wir mal. Ach, hier ist ein Haufen Viehzeug unterwegs. Da oben ist wieder der komische Greif. Den müssen wir jetzt irgendwann mal nehmen, aber... den Greifen, dafür bin ich jetzt einfach noch nicht groß genug. Da muss der gute Geralt noch ein bisschen wachsen. Das sind doch Wölfe, oder? Was jetzt, du Stück Dreck? Kommt, ich will bloß noch dahin. Die Datei ist auch schon wieder riesig. Lauf, mein Geralt. Schatten über Riva, jetzt geht's los. Warte mal, hier war doch diese Mittagserscheinung.
Na komm. Komm zu mir. Na komm. Noch verreckt hier. So, warte mal. Ich habe hier. So, es war doch hier noch eine Schatzsuche offen. War hier noch. Mit Göttern spielt man nicht. Grünstein Magdeira-Kyras. Der ist schlechter. Chance auf Vergiften, ne? Das ist kein schlechter Grünstein. Da siehst du, dann nehmen wir das eben auch nochmal mit, wenn es am Wegesrand ist und die Folge wird schon wieder elendig lang. Aber wir haben noch eine Mittagserscheinung getötet. Und warum? Weil wir es können. So, da unten liegt mein Schiff und an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen mal wieder ein bisschen gefallen. Ich finde, das sind immer so sehr epische Folgen. Hier ist jede Folge voll die geile Geschichte. Und das mag auf YouTube schon 100 Kanäle geben, die das gespielt haben und so weiter. Ich finde es grandios. Und solange mir das gefällt, ist alles in Butter. So, was gibt's denn hier? Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ciao, ciao, der Ära.